Ausnahmezustand beim Mainfranken-Derby zwischen Würzburg und Schweinfurt. Knapp 5000 Fans sorgten in der Flyer-Alarm-Arena für eine klasse Stimmung und einen mehr als würdigen Rahmen für dieses prestigeträchtige Duell. Die Kickers, bei denen seit der Winterpause gar nichts mehr zusammenläuft, wünschten sich natürlich nichts sehnlicher, als dass mit den Fans im Rücken in diesem Derby endlich der Turnaround gelingt und der erste Sieg in der Frühjahrsrunde gefeiert werden kann. Dieser wäre auch bitter nötig, um nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen Unterhaching zumindest noch etwas in Schlagdistanz zu bleiben. Doch die Schnüdel, die ebenfalls auf Fanunterstützung zählen konnten, sind, seitdem Marc Reitmeier das Zepter in der Hand hat, im Aufwärtstrend. Die Anweisung des Coaches war aber offenbar, sich erstmal hinten reinzustellen und abzuwarten. Denn den Ball hatte in der Anfangsphase eigentlich nur Würzburg. Die Gäste verteidigten aber konsequent und ließen in der Anfangsviertelstunde wenig zu. Es dauerte bis zur 18. Minute, bis sich die Hauserinnen zum ersten Mal durchkombinieren konnten. Dominik Meisel mit einem klasse Laufweg und dann mit der cleveren Hackenablage auf Peter Kurzweg. Der Kapitän macht das dann ebenfalls richtig stark, lässt einen Gegenspieler stehen und hat das Auge für Dardan Karimani. Der 24-Jährige braucht nur noch einzuschieben, wunderbar herausgespielter Treffer. Das Spiel lief auch danach eigentlich nur in eine Richtung, doch Schweinfurt verteidigte clever und übernahm nach der ersten eigenen Chance durch Malik McLamore, die der 26-Jährige allerdings kläglich aus aussichtsreicher Position vergibt, in den letzten 10 Minuten vor der Pause plötzlich das Kommando. Pascal Moll hat die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich, wartet nach dem Bock von Erik Verstappen aber zu lange und so kann der Keeper seinen Fehler wiedergutmachen. Und wenig später kommt nach einem Freistoß Lukas Zeller an die Kugel, trifft aber den Kasten nicht. In solchen Situationen hätte sich Coach Reitmeier wohl einen Adam Schabiri gewünscht, doch der fehlte den Schnüdel angeschlagen. Doch auch ohne den Torjäger glückte noch vor der Pause der Ausgleich. Wieder wird Zeller nach einer Ecke sträflich alleine gelassen und dieses Mal nutzt er seinen Freiraum aus. Der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Ausgleich und Jubel natürlich beim mitgereisten Anhang. Würzburg also mit desolaten Minuten vor der Pause, doch zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Hauserinnen wieder in der Form der ersten halben Stunde. Klasse Kombination über mehrere Stationen, Iban Franjic und Salio Sané stehen sich dann aber etwas selbst im Weg. Ansonsten wäre das wohl noch gefährlicher geworden. Ab in die 52. Minute, wieder die Kickers, dieses Mal über rechts. Die Flanke kommt auf Benjas Junge Abiol, doch Lukas Aigner kann im letzten Moment noch klären. 5 Minuten später lassen die Schnüdel Franjic etwas zu viel Zeit zum Flanken. Der nimmt den Kopf hoch, findet am zweiten Pfosten Junge Abiol und der trifft zum 2:1. Würzburg also wieder in Front und Schweinfurt damit gefordert. Doch im Gegensatz zur ersten Hälfte kam im zweiten Durchgang kaum mehr was von den Schnüdel. Würzburg hatte wenig Probleme, die Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten und in der Nachspielzeit machten die Hausherren dann den Deckel drauf. Traumhafter Spielzug über Franjic, den eingewechselten André Leipold und Sané, der zum 3:1 Endstand trifft. Den Kickers gelingt also im Mainfranken-Derby der erste Sieg seit der Winterpause. Schweinfurt hingegen rückt wieder gefährlich nah ran an die Abstiegsrelegationsränge. Ja, ich denke, wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, haben es von Anfang an kontrolliert, haben uns von Anfang an auch Chancen rausgespielt. Problem war, dass wir natürlich nach dem 1:0 nicht das 2:0 nachgelegt haben. Nach dem Ausgleich kurz vor der Pause ging es natürlich dann relativ offen in die zweite Hälfte rein, aber ich denke, wir haben es auch dann gut gemacht und haben verdient am Ende gewonnen. Klammert man die letzten 10 Minuten vor der Pause mal aus, dann stimmt das auf jeden Fall. Die Kickers im Vergleich zu den letzten Wochen mit einer deutlichen Leistungssteigerung und dem verdienten Derby-Dreier. Der Rückstand auf Haching beträgt dennoch weiterhin 7 Punkte.